Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Heute geht es mal wieder in die witzige Richtung. Ihr seht schon, ich sehe aus wie ein Trottel. Ja, er hat seine typische Morgenfrisur auf dem Kopf. Von daher. Ja, wir haben früh morgens. Wir sind beide noch ein bisschen verballert, aber haben schon zwei Videos gedreht, deswegen kommt jetzt so langsam in Fahrt. Ihr kennt uns. Wir machen natürlich mal wieder einen neuen Arten von Berufen auf der Kartbahn. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Wird bestimmt lustig. Ja, davon gehe ich aus. Wir haben uns wieder ein paar Sachen ausgedacht. Wenn euch noch irgendwelche Berufe einfallen, die lustig wären darzustellen, schreibt es gerne in die Kommentare. Genau, ansonsten liken und folgen nicht vergessen. Abonnieren heißt es. Warum sagst du eigentlich immer folgen? Keine Ahnung, ich folge zu vielen Influencern, die sagen immer, folgt mir auf Instagram. Und ja, aber wir machen ja YouTube und kein Instagram. Ja. Also abonnieren nicht vergessen. Instagram haben wir auch, können uns auch gerne folgen. Da kommen immer die neuen Videos. Ne, die kommen auf YouTube, aber die Ankündigung. Ja, genau, die Ankündigung und die Links zum YouTube-Video. Gut. Starten wir rein, oder? Bevor wir uns hier noch verprügeln. Los geht's. Der Ergotherapeut. So, dann dürfen Sie sich gerne mal reinsetzen und schauen, wie es von der Position her ist, ob wir noch was einstellen müssen. Naja, also ich wollte erstmal nur gucken, wie es sich so anfühlt. Ich bin noch nie gefahren im Kart, von daher. Moment. Also, irgendwie tut mir das im Rücken weh. Ich weiß nicht. Mache ich irgendwas falsch? Ja. Sie haben eine falsche Sitzposition. Machen Sie mal Ihre Schultern hoch, nach hinten, dann nach unten, jetzt Kinn nach vorne raus. Ja, so ist super. Hey, das ist ja wirklich ein Unterschied. Woher können Sie sowas? Ich bin Ergotherapeut nebenher noch. Aha, ich verstehe. Ich fahre auch immer so, das ist super. Du hast auch viel bessere Windschnittigkeit dadurch. Ja klar, jetzt wo du sagst, okay, weißt du was, dann hole ich mir gleich einfach einen Helm. Und geh los. Und bis dahin übe ich die Position mal noch ein bisschen. Ja, danke. Ja, Schultern weiter nach hinten, bitte. Der Rechtsanwalt. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Nein, ich begutachte nur Ihre Karts hier ein bisschen. Und laut Straßenverkehrsordnung fällt mir da einiges auf, was nicht so gut ist. Ich darf mich kurz vorstellen. Manfred Brandt. Ich sehe hier, Sie haben gar keine Sicherheitsgurte. Das ist richtig, dass wir hier keine Sicherheitsgurte haben, aber die fahren auch nicht draußen auf der Straße, die fahren in der Halle. Das ist wieder klar, wenn man hier so Loops hat, die sich mit Recht nicht auskennen. Aber der Straßenverkehrsordnung, mein Freund, ist jedes Fahrzeug verpflichtet, einen Gurt zu haben. Wie schnell fahren die Dinger denn hier? Ne? Kaufen Sie ein Ticket, probieren Sie es aus, dann wissen wir, wie schnell es fährt. Aber das ist keine Straßenverkehrsordnung hier. Wir sind hier nicht auf der Straße, wir sind in einer Karthalle. Diese Halle steht aber auf öffentlichem Straßenverkehr. Also wenn man es genau nimmt, haben wir da ein Problem, Kollege. Ja? Und ich sag's mal nur so, wenn die Dinger schneller wie 50 km/h fahren, dann können wir gehen sie auch noch in eine Ordnungswidrigkeit, weil sie einfach zu schnell hier durch die Stadt fahren. Da gebe ich Ihnen grundsätzlich recht, aber öffentlich heißt immer, dass man hier jederzeit rein kann und das ist nicht der Fall, weil da vorne ist eine Tür, die abschließbar ist. Das heißt, wir sind hier nicht auf öffentlicher Straße, sondern allerhöchstens neben einer öffentlichen Straße, die draußen ist. Laut Paragraph 13-AB aus Quantum Trost mit Notadella, das ist so nicht korrekt. Das steht auf jeden Fall in den Gesetzesbüchern. Wenn Sie hier irgendwie ein Hagrid sind, so wie Sie aussehen und keinen Anzug haben und eine fette Uhr vom Kaufland, dann weiß ich auch nicht. Ich bin raus. Wir sehen uns noch. Der Diätassistent. Oh, das gibt's ja nicht. Was ist denn los? Ja, irgendwie. Ich weiß es nicht. Warum bist du 2 Sekunden schneller als ich? Ja, Bruder, ich hab dir das schon oft mal gesagt, dass du mal bei mir vorbeikommen sollst. Ich meine, als Diätassistent könnte dir da ein bisschen helfen. Ich will dir aber nicht zu nahe treten, natürlich. Was willst du damit andeuten? Das ist hart bezahltes Material. Hey, ich will dir echt nicht zu nahe treten, aber ich meine, in letzter Zeit hast du schon ein bisschen zugelegt und bei einem Kart macht halt jedes Kilo ein bisschen Unterschied, ja. Und ja, hart erarbeitetes Material, aber dann musst du auch immer die hart
eingeschenkten Niederlagen in Kauf nehmen. Deswegen, ich weiß nicht, irgendwie könnte ich dir mal ein bisschen Ernährung zwecks gesünder Sport, wenn das was für dich wäre natürlich. Das kann ja nicht sein, so viel Unterschied macht doch das Gewicht gar nicht. Ich wiege doch gar nicht so viel. Also ist doch Quatsch. Alter, gibt es doch bestimmt auch nicht mal irgendwie wo. Also es ist so niemals bewiesen worden, dass das Gewicht einen Unterschied macht. Stimmt nicht ganz. Es gibt einen Kanal auf YouTube, Cardomania Stuttgart, die haben das mal bewiesen oder mal aufgezeigt, wie viel Unterschied Gewicht tatsächlich macht. Schau es dir mal an und wenn du das angeschaut hast, bin ich mir sicher, klopfst du bei mir an die Tür und willst meine Hilfe. Bis dahin fahre ich nicht mehr mit dir. Der Lackierer. Riecht fast wie bei mir in der Firma. Hey Tim, hier. Alter, was ist mit dir los? Hast du irgendwas eingeworfen? Nein, ich habe mir nichts eingeworfen. Ich war heute bei Arbeit, weißt du? War ein neuer Lack. Okay, ich meine, dass Lack bekanntlicherweise ein bisschen high machen kann. Ja, okay, aber ich glaube, du bist ein bisschen zu drüber, oder? Bist du sicher, dass du fahren willst? Ja, klar. Ich kann fahren wie Weltmeister, weißt du? Habe vorher probiert, bin mit Auto gekommen. War top. Komm, bei dir ist eh Hopfen und Malz verloren. Wir gelegen los. Der Augenarzt. Ist heute nicht so viel los, Alter. Dann können wir mal richtig schön fahren. Was ist denn los? Ey, irgendwie, ich sehe nicht mehr so gut. Was steht denn da? Ich kann das nicht lesen. Cardomania, Info. Info heißt es. Info. Nee. Siehst du nicht? UFO. Weißt du was? Du weißt, ich bin Augenarzt. Wir machen seit jetzt mal wann? Eine kleine. Nee, schon drei Jahre. Wir machen mal eine kleine Übung, kurz um einfach mal ein bisschen einzuschätzen, wie du bist. Guck mal. Naja, okay. Das könnte kritisch werden. Pass mal auf. Du kommst jetzt mal gleich mit, stellst dich mal da vorne unter die Start- und Ziellinie. Und dann habe ich mal was vorbereitet. Ich sehe die nicht. Ja, da. Komm, ich bring dich kurz hin. Brauchst du einen Stock? Nee. Komm, ich bring. Genau, so. Stellst dich einfach mal hierher. Perfekt. Ja? Genau. Ich stelle mich jetzt gleich mal da hinten hin mit einer Tafel und dann gucken wir mal, was du erkennst oder was nicht. Ah, okay. Okay? Mhm. Alles klar. Siehst du das Schild? Nein. Nein. Welches Schild? Dieses Schild. Ah ja, schwarz-rot. Ja, genau. Okay, ich komme mal ein bisschen näher ran. Wie ist es jetzt? Das Schild sehe ich. Okay, siehst du auch, was draufsteht? Da steht was drauf? Ja. Echt? Versuch mal die erste Zeile zu lesen. Hä? Es ist ganz einfach eigentlich. B. Ja? 6. Nee. C. Ne? C. Erste Zeile, gell? Erste Zeile. Erste Zeile, ja, ja. 6. Nee. Erste Zeile. Ja, erste Zeile. A. A, ja. A. Ja. 8. Nee. Ah, du hast ja schon gesagt B. Ach so, ja, B. C. O. Nee. Nee. Versuch mal die zweite Reihe. Zweite Reihe? Ja. 1, O. Nee, 10. 10. Ja. Zwölf. 15. 15. Ein Hier Herz. Hier steht's auch. Hä? Hier steht die Zahl. Ah, 13, 13. Aha. Okay, folgendes, wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du offiziell blind. Was steht hier unten? Cardomania Stuttgart. Perfekt. Der Rohrleitungsbauer. Sind denn die angestellt?
Oh, Entschuldigung, wir haben noch geschlossen. Hallo, gute Frau. Wir können uns doch die Zeit ein bisschen vergnüglich gestalten, oder solange Sie noch geschlossen haben. Was meinen Sie damit? Was wollen Sie denn andeuten? Also, ich könnte hier ein paar Rohre verlegen und ein paar spezielle, wenn Sie möchten. Ein paar? Ein paar Rohre? Wir haben aber schon frisch Rohre gelegt hinten. Was meinen Sie denn? Ja, du bist auch noch lustig und sympathisch. Ich meine natürlich mit Rohre was ganz anderes. Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Schau mal. Was hältst du davon? Oh, es war mich ganz wuschig. Bitte nicht. So groß ist meins aber nicht. Okay, dann tut mir leid, es war ein bisschen drüber. Ich setze mich einfach hin, okay? Und warte, bis Sie aufmachen. Okay. Ja, ich hab's mir anders überlegt. Komm her! Der Amnästhesieassistent. Wo bleibst du denn? Ja, ich weiß nicht. Das ist mir alles nicht so ganz geheuer. Wieso nicht? Ja, ungeheuer halt. Ja, aber warum? Bist du nervös oder ja, was ist los? Ja, irgendwie meine Hände zittern irgendwie so ein bisschen. Ich hast Angst? Machen. Ja, es ist... Warte, ich hab was für dich. Was ist das? Hier, probier das mal. Ist einfach nur eine Beruhigungstablette. Woher? Dass du ein bisschen... Ja, du weißt doch, ich arbeite so für Medikamente so. Mhm, okay. Dann glaub mir, das hilft dir. Okay. Können wir starten? Ja gut, ich weiß nicht, wann es wirkt, aber... Ja, in 2-3 Minuten geht es los. Okay, dann jetzt komm. Irgendwann später. Ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen schwummrig. Was ist hier los? Ich glaube, ich bin kurz weggetreten. Tim, was hast du mir da für einen Schlag? Oh Scheiße, ich glaube, das waren die falsche Pin. Fuck, 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 fuck. Versicherungskaufmann. Entschuldigung, Sie arbeiten hier, oder? Ja. Also, die sind ja alle aus Metall, also die haben Metallrahmen außen rum. Könnte man den nicht mit Schaumstoff auffüllen so? Also ist ja versicherungstechnisch auch einfach eine höhere Klasse, dann zahlt man ja als Versicherung mehr. Also, die Unfallvermeidung wäre deutlich höher mit Schaumstoff. Sie wissen ja, mit dem Metallrahmen, dann machen sie doch die Bande kaputt, dann fahren sie doch jemand seinen Fuß kaputt. So. Weil es tut ja viel mehr weh, als wenn da Schaumstoff wäre und derjenige bounced nur weg. Ne? Naja, also Schaumstoff wäre in dem Fall nicht wirklich irgendwie. Geht's Ihnen gut? Ja. Schaumstoff wäre in dem Fall nicht wirklich eine gute Lösung, weil es soll ja gerade robust sein, damit Unfälle vermeidet. Bei Schaumstoff, wie Sie sagen, wird es halt nur rumbouncen. Ja, aber man kann doch eine Kombination machen. Außen Schaumstoff, innen Metall. Wie kommen Sie da jetzt überhaupt darauf? Na, ich bin Versicherungskaufmann, Verkaufmann, Kaufmann. Und ich weiß, dass das höher eingestuft wird. Und wissen Sie, was wird höher eingestuft? Na, die Versicherungskosten sind viel höher, wenn Sie mit so einem Metallrahmen jemanden umballern, als mit einem Schaumstoffrahmen. Sagen Sie mal, geht's Ihnen noch gut? Nein, aber ich glaube, das liegt auch daran, mir hat vorher irgend so einer so eine komische Pille zur Beruhigung gegen Nervosität gegeben. Dann kümmern Sie sich da mal lieber um eine Versicherung, dass Sie gesund nach Hause kommen. Ha? Ja. Da ist ja. Also das mit dem Schaumstoff geht nicht? Ich baue das jetzt um für Sie, okay? Danke. Ganz ist gut, gell? Ja. Der Bauzeichner. Oh, war das anstrengend. Leg mich am Arsch. Hey, Brüdi, was geht denn ab hier? Hey. Alles klar? Oh, nee, ich bin ein bisschen platt. Bin ja jetzt gerade aus dem Osten gekommen. Aus Chemnitz. Das war ein ganz schönes Stück hier. Was haben wir denn hier? Was müssen wir denn da machen? Die Namen eintragen? Ja, fürs Rennen dann. Oh, nee, okay. Oh.
Das wollte ich doch noch erzählen. Wir kommen ja immer in regelmäßigen Abständen hierher zum Fahren. Ja. Und jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, mir zu überlegen, ich habe also quasi eine neue Vision, wie man hier die Strecke umbauen könnte. Du willst die Strecke umbauen? Also ich habe nur eine Vision. Eine Vision. Okay. Jetzt pass auf. Auf jeden Fall will ich mal das aufzeichnen, wenn ich schon mal hier bin. Mhm. Und dann auch gleich mal mit einem Mitarbeiter hier quatschen. Ja, ne? Ja, ja. Und pass auf, das neue Motto. Motto? Ist Tierpark. 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 Jetzt weiß ich nur noch nicht genau, ob Safari oder. Aber ein Tierpark auf einer Kartbahn. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Ich mache das nämlich so, dass die Strecke am Ende Affen hat. Nee, ein Tier ergibt. Wenn du von oben drauf guckst, dass du dann. Also so wie meinst du wie bei Mario Kart, wo man dann Yoshis Piste sieht aus wie Yoshi. Genau. Und ich habe mir das jetzt schon vorgestellt und ich muss es jetzt nur noch. Hast du auch die Plätze ausgemessen, ob das hier hinpasst? Hä? Ob das hier hinpasst? Ja, das ist ja an und für sich wurscht, weil man kann es ja dann größer oder kleiner ziehen, Hauptsache die Form ist gegeben. Zoomen meinst du? Vom Prinzip her, ne? Ich mal mir auch noch hier eine coole Fläche. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Quadratmeter hier sind, aber hier passen bestimmt 300 Booms rein. Booms? Boom. Boom? Boom. Fichte und Tanne. Boom. Ach, Baum. Baum. Ein Böhm. Oh, sorry, das ist immer ein Böhm. Hochdeutsch, das ist nicht. Ja, Böhm. Ich dachte, du wolltest jetzt eine Granate werfen. Böhm. Auf jeden Fall werden wir den so machen. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir einen Elefanten. Wieso sagst du jetzt oh neu? Ich weiß auch nicht. Also ich bin dafür. Oh nein. Dass wir einen Elefanten nehmen. Ich kann das nicht mehr. Der ist nämlich, das ist ein super Tier. Ja, das ist richtig. Der ist massiv und der und groß. Hat ein bisschen Strecke zur Verfügung. Strecke. Gut. Also ich bin zufrieden. Was sagst du? Ich weiß nicht. Das ist etwas. Und du bist Bauzeichner? Na klar. Das ist aber, nee, jetzt mach keine Späße. Du tust jedes Mal meine Träume einfach unterbuttern. Das wird mir langsam zu blöde. Was butter ich? Unterbuttern. Unter. Ich werde jetzt zu dem Kollegen da vorne gehen und werden wir mit ihm quatschen. Und werden ihm das vorschlagen. Mal gucken, was er sagt. Und dann wirst du noch sehen. Viel Erfolg, ja. Viel Erfolg. Oh Gott. So. Hallo? Ja. Ja, kann ich Ihnen helfen? Das ist gut, dass ich Sie noch verwisch. Folgendes. Mein Name ist Dieter Dietersen. Ich komme aus Chemnitz und ich bin Bauzeichner aus Leidenschaft. Ich habe mich selbstständig gemacht und so, also irrelevant. Ich habe eine neue Strecke für Sie entworfen und ich bin mir sicher, Sie werden es lieben. Motto, Tierpark, Elefanten. So, also die Strecke wird praktisch ein Elefant. Sie können mir folgen. Deswegen wollte ich Sie einfach mal fragen, was Sie davon halten. Ein Tierpark bei uns auf der Kartbahn. Hier im Schwabeländle. Ein Elefant. Okay. Ja, zeig es immer her, ich guck's mir mal an. So, passen Sie auf, so habe ich es mir folgen. Es ist noch nicht perfekt, aber ich denke, man kann wissen, worum es geht. Ach du heiliges Kanonenrohr. Was meinen Sie? Also, ich denke mal, die Vision ist klar. Und man sieht auch die jahrelange Erfahrung im Bauzeichenwesen. Also darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja, wieso? Was ist denn los? Also, ich sag mal so, ich bin froh, dass es nur Leidenschaft ist. Ich hoffe, Sie machen das nicht hauptberuflich. Wieso? Was meinen Sie? Na klar, ich bin Bauzeichner vom Beruf. Dann müssen Sie mir jetzt mal erklären, warum oder seit wann ein Elefant 6 Beine hat. Ist ein guter Einwand. Aber ich wollte praktisch extra hier, das soll die Box sein. Ich kann es ja mal beschriften hier, dass wir das auch im Nachgang noch verstehen. Box kommt praktisch hier rein. Also jede Linie. Eine Doppelbox. Bitte? Ist da eine Doppelbox? Klar, für die kleinen Karts, für kleine und für große. Kleine. Na klar. Und alles, was Sie hier sehen, praktisch als Linie, das soll praktisch Strecke sein.
Verstehen Sie? Da kommen wir hier lang, haben wir eine Gerade, eine Spitzkehre, hier geht es dann schön rum im 90-Grad-Winkel, haben wir eine Gerade, hier so ein paar langgezogene. Ah, jetzt verstehe ich gerade, ich muss ja hier irgendwie wieder zurückkommen, damit ich hier lang fahren kann. Ja, sehen Sie, und, funktioniert nicht so ganz. Ne? Und da habe ich mir vorgestellt, hier kann man dann so Donautkreisels machen, verstehen Sie? Und dann fährt man hier so weiter. Donautkreisels. Ja, okay, die Donautkreisels. Die ist jetzt ein bisschen blöde. Das gebe ich zu, dann müsste man hier. Nee, ich hab's, dann fährt man praktisch hier so über einen Tunnel, über so eine Erhöhung drüber. Ein Tunnel. Verstehen Sie? Mm. Und hier im Mund, da könnte man so einen Café reinbauen, verstehen Sie? Ein Café. Wo die Leute praktisch zugucken können in jede Richtung hier. Mm. Das wäre so ein Ding. Oh. Ja, genau, und das könnte dann der Bart sein von dem Elefanten, das war jetzt gerade praktisch. Und hier können wir nur Augenbrauen hinmachen, wenn Sie es haben wollen. Also, was und, meinen Sie, habe ich den Job? Es tut mir leid, aber. Dann müssten wir das ganze Gebäude abreißen und neu bauen. Das wird nicht funktionieren. Es tut mir leid. Ist kein Problem. Ich habe noch einen Kumpel, der ist Architekt. Der Architekt. Hat genauso, der hat genauso eine gute Qualität wie ich. Ja, alles klar, danke. Ciao, ciao, ciao.